Hey, Vorsicht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Uncharted 4. Euer Transac heißt euch herzlich willkommen. Die beiden reden hier schon wieder wie ein Buch. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank auch nochmal für euren Support bei dem Projekt. Und ich heiße euch willkommen und wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. So, na endlich. Siehst du? Kein Problem. Ja, noch eine Schatzhöhle hier. Nun geht er durch. Hier geht's lang. Oh, Geronimo! Da sind zwei von den Dingern. Ich meine, das müsste hier lang gehen. Jetzt der eine da. Wirken die auf dich stabil? Stabil genug. Die leuchten noch nicht. Jetzt. So. Ah, schön. Was für eine mega Kletterpartie hier. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Boah, voll am Knacken das Teil hier. Mist. Weißt du noch? Super vorsichtig. Danke. Okay. Okay, was? Alles gut. Alles was für ein Weg hier. Na, finden wir hier noch einen schönen Schatz. Da müssen wir hoch. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Ist das jetzt schon die Höhle hier? Und da sind wir ja gekommen. Also muss das hier sein. Da ist das Kreuz. Hier geht's wieder rein, okay. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Wow. Das sieht doch mal klasse aus. Ich glaube, das sind Stalagmiten, ne? Stalagmiten kommen, glaube ich, von oben und Stalaktiten von unten. Komm, durchzwängen. Durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle.
So sieht's aus. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Wie gut die Gesichter überarbeitet wurden, das ist schon der Wahnsinn, ne? Wenn es eine Falle ist? Sieht richtig echt aus. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Witzig. Haken. Okay, dann mal los. Wow. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wer würdig ist? Was glaubst du, wer diese Kapitel? Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. So ist es. Wow. Ah, hier geht's wieder. Ach, das ist einmal um Pudding hier. Muss man hier dieses Tor wahrscheinlich irgendwie aufkriegen. Muss ja irgendwo ein Hinweis sein. Ah, wir müssen über diese Brücke rüber, ne? Die Brücke wirkt so sicher wie die anderen. So sicher wie die anderen, genau. Schöner Wasserfall. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar, sehr witzig. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay. Ja, das war zu früh. Nein! Das war zu früh. Ah, das hatten wir ja schon. Wir gehen jetzt gleich weiter. Wir müssen hier rum. So, nochmal über die Brücke. Ich bin kleines. So sicher wie klein Moment zu früh. Oh, schon okay. Sie hält. Los! So. Oh oh. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Hier rauf. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. So. Oh nein. Ich habe
Jetzt noch steigen. Einen kleinen Moment länger warten. Und jetzt. Wunderbar. Und wieder klettern. Jawohl, wir haben es geschafft. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja. Was für ein Anblick. Hat er zu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Na, wir werden es bald herausfinden. So ist es, aber nicht mehr heute, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder. Haut rein und ciao.